Herzlich willkommen zu einem weiteren Wissensvideo für die Wirtschaftsakademie Wien. Beantworte ich einmal im Monat Fragen von Studenten. Die heutige Frage kommt aus dem Kurs Social Media Marketing und Online-Kommunikation. Und die Frage lautet, wie macht ihr das mit Videos, wenn ihr zum Beispiel auf Facebook oder Instagram ein Video veröffentlicht? Gebt ihr das dann auch gleichzeitig auf YouTube? Sollte man das überhaupt machen? So, und über diese Frage und die Zusammenhänge möchte ich hier in diesem Video kurz sprechen. Zunächst mal eine grundsätzliche Aussage. Es macht, wenn man stark mit Videos arbeitet und wirklich voll auf Videos setzt, absolut Sinn für Facebook, für Instagram und auch für YouTube, separate Videos in den Formaten, die dort am besten laufen, zu machen. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, es macht auch Sinn, ein Video beispielsweise auf Facebook direkt zu posten und nicht erst oder und nicht meinetwegen in YouTube zu posten und dann nur den Link, diesen Share des Video-Link, auf Facebook zu posten oder umgekehrt. Umgekehrt geht es gar nicht. Aber es macht halt Sinn, tatsächlich jeweils, wenn man 100% auf die Videos setzt, in der nativen Umgebung eben zu bleiben und nicht von YouTube einen Link in Facebook zu posten, weil Facebook ein Stück weit mehr natürlich seine eigenen Videos aussteuert und YouTube-Videos nicht unbedingt bevorzugt. Das liegt irgendwo in der Natur der Sache, weil Facebook mit Google, und YouTube gehört ja zu Google, in einem starken Konkurrenzkampf um Display-Marketing-Budget steht. Das sind schon mal jetzt zwei Dinge, die an der Stelle wichtig sind. Was aber dazu gesagt werden muss, ganz klar, ist der Aufwand. Wenn du das so machst, hast du einen Aufwand, der, wenn du Pech hast, doppelt so groß ist, weil bei bestimmten Formaten wirst du vielleicht hochkant filmen, bei anderen Formaten wirst du eher ganz normal breit filmen und das muss dann beides mal geschnitten werden und. Deswegen habe ich eingangs auch ein paar Mal gesagt, wenn du wirklich auf Videos setzt in deinem Marketing und das eine super hohe Bedeutung hat, dann würde man das so wahrscheinlich machen. Ich persönlich mache das anders. Ich produziere eigentlich nur für YouTube und YouTube ist mein Schlüsselkanal und alles andere betrachte ich als Resterampe, weil mir der Aufwand viel zu hoch ist, um für jeden Kanal, in den ich meine Videos posten könnte, ein separates Format zu machen, das 100% abgestimmt ist auf die Besonderheiten des Kanals und dann auch noch diese jeweils alle hochspielen, vertaggen, vernünftigen Text um das Video betten, damit der auch in der Suche gefunden wird und. Der Aufwand ist mir persönlich eigentlich zu hoch. Ob in deinem Fall der Aufwand zu hoch ist, kann ich natürlich nicht beurteilen. Ne? Das war ja jetzt auch nicht die Frage, sondern die Frage an der Stelle war ja dann vom Grundsatz her, wie geht ihr damit um und welche Vor- und Nachteile hat das vielleicht in der Folge dann. So, und ich denke, die großen beiden Vorteile bzw. Nachteile, je nachdem, wo man steht, habe ich jetzt hier erläutert. Ich danke dir herzlich für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.